Vier Tage später bin ich wieder hier, um auf dem Heidsteig die Madonna zu renovieren. Zwei Stunden später stehe ich bei der Madonna. Und die Sonne, Regen und Schnee haben den letzten Lasuranstrich doch sehr zugesetzt. Viel Schleifarbeit war notwendig, besonders an den vielen Kanten und Fugen. Bis diese schöne Plastik wieder im Mahagoni-Schwarz frisch erstrahlte. Auch das Schutzhäuschen wieder frisch lasiert war. Fast 3 Stunden und 20 Minuten hat es gedauert, bis ich weiter über den Heidsteig aufsteigen konnte. Bergsteiger am Ende des Heidsteiges. Und viel Schnee noch auf dem Raxplateau. Diesmal gehe ich nicht zur Seehütte, sondern steige über den Holzknechtsteig und K wieder hinunter nach Grisleiten und zum Auto.